Ja, ihr braucht nur zu fragen. So. Dürfen wir jetzt in Ruhe weiterreisen? Ja, dürfen wir. Yay. Wie ihr wünscht. Ich diene der flammenden Faust. Halt, ich bin ein Mitglied der flammenden Faust und verlange, dass ihr euch ausweist. Wir sind Söldner im Dienste von Arm. Ihr könnt uns mal, wir brauchen eure dämlichen Fragen nicht beantworten. Wir sind Abenteurer, wir sind Räuber. Wir sind eine wilde Horde Taraske. Kreisch, kreisch. Sarkasmus ist hier fehl am Platz. Das haltet lieber die Kamera, bevor es Ärger gibt. Verzeiht mal, Herr. Gelegentlich ist mein Mundwerk schneller als mein Hirn. Hübsche Entschuldigung. Noch eine Warnung, bevor ich gehe. Entlang des Küchenwegs gibt es eine Menge Räuber, die ihr Unwesen treiben. Haltet euch besser von ihnen fern. Mein Zug sucht nach einem Deserteur. Samuel ist sein Name. Und er ist mit einer Frau unterwegs. Denkt daran, auf seinem Kopf ist eine Prämie von 50 Goldmünzen aufgesetzt. Ich bin das Gesetz. Oh, Skelette. Ich bin das Gesetz. So, Söldner der flammenden Faust, der sucht einen Samuel. Untote erheben sich nur selten aus eigenem Antrieb. Das hier stinkt förmlich nach Kröll. Seid vorsichtig. Irgendwo hier lauert sie. Beabsichtigt ihr, sie zu töten? Ich habe von kaum etwas anderem geträumt in den letzten Monaten. Seit mir diese neue Kraft gewährt wurde, treibt mich stets das Verlangen, meine Klinge in den Hals von jedem zu bohren, der mich verraten hat. Wer gewährt euch diese Kraft? Ich möchte immer noch mehr über die Quelle eurer Fähigkeiten erfahren. Ich habe einen Pakt geschlossen und gewissen Bedingungen zugestimmt. Mehr will ich darüber nicht sagen. Gut. Und noch ein Feind? Ach, nur Kampfhunde. Mal wieder. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen. Also ja, die ersten müden Leute haben wir schon mal. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Ja, Kegane und ich haben halt die höchste Konstitution, deswegen dauert es noch eine Weile. Wie kann ich Bier umkippen? Ich kann jetzt nicht speichern. Jetzt kann ich speichern, okay. Noch zwei Winterwölfe. Sprecht und verschwindet. Irgendwie mag ich Dorn hier eigentlich. Wo, wie ihr wünscht. Also in die Gruppe passt er sehr gut rein, muss ich sagen. Ich meine, was habe ich jetzt also in der Gruppe? Ich bin neutral böse. Rechtschaffen böse. Nochmal neutral böse, chaotisch neutral,
und chaotisch neutral. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Der steht immer noch darum. Dann soll er mal schön da rumstehen. Und ja, vielleicht haben wir Glück und diese Krill hat ein paar nette Zauberschriftrollen dabei. Oh, wer bist du? Wartet einen Moment, ich muss mit euch reden, es ist sehr wichtig. Sicher, was habt ihr uns zu sagen, Gnome? Danke, lasst einen alten Mann erstmal Luft holen. Also darf ich mich vorstellen, ich bin Hafiz bin Wattat, Astrologe, Wissenschaftler und Magier. Und wer bitte seid ihr? Ich heiße Brenuir. Brenuir, ja, das ist der Name, den ich denke. Ich habe euer Gesicht in meinen Träumen gesehen. Wenn ich von euch träume, geht es immer um Mord und Totschlag und da gibt es noch einen, der alles beobachtet, einen bösen Mann. Am Ende geht immer einer drauf, ihr oder ich. Das alles ist so merkwürdig, dass ich euch treffen sollte, denn ich träume oft von euch. Ihr müsst etwas ganz Besonderes sein. Erzählt mir von euch, vielleicht kann ich euch helfen. Ich habe eigentlich nichts zu sagen, vor allem nicht jemanden, der über den ich so wenig weiß. Ich muss euch verlassen, Gnome. Hoffentlich finden eure Träume jetzt, wo wir uns getroffen haben, ein Ende. Nun, Gnome, wenn am Ende eurer Träume einer von uns tot war, sollten wir vielleicht gar nicht miteinander reden. Nehmt es nicht persönlich, Hafiz, aber ich wäre wirklich gerne derjenige, der am Ende des Traums noch atmet. Es gibt einiges zu sagen. Ich weiß nicht recht, ob ich die Zeit habe, auf alle Einzelheiten anzugehen. Ich lebte früh mit meinem Vater Gurion im Kreuz in Kerzenburg. Bei einiger Zeit mussten wir fliehen. Es scheint, als gäbe es jemanden, der unbedingt meinen Tod will. Bei dem Versuch, mich zu töten, tötete er meinen Vater. Nehmen wir mal das zweite. Es scheint, es stimmt, was ihr sagt. Langsam wird mir klar, dass ihr etwas Böses im Schilde führt. Wenn ihr eine Schlacht wollt, dann sollt ihr sie haben. Das wird kein schneller Tod. Ihr habt jetzt natürlich die Lage. Wie ihr wünscht. Au. Okay. Aha. Du willst unbedingt so anfangen. So. Jael Kalles? Worum geht es dir? Ich habe noch einen Heilzauber, oder? Für Nera. Ja? So, was hast du denn gedroppt? Eine Schutzformel und zwei Zauber, die uns nicht viel bringen. Diesmal? Was für eine Schutzformel haben wir diesmal? Aus Versehen die Schriftrolle braucht. Schutzformel gegen Magie. Auch gut. Schriftrollenbehälter wäre nicht schlecht. Wie kann ich helfen? Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, ein irrer Gnom. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass das passiert. Also passieren kann. Ich dachte, dass wenigstens ihr über mein halborkisches Blut hinwegsehen könntet, Krüll. Nun sehe ich, dass ihr genau wie die anderen seid. Vielleicht war Senjak einfach zu hübsch, um ihn zu ignorieren.
Aber darum habe ich mich bereits gekümmert. Jemand musste geopfert werden, um den Verdacht von den übrigen abzulenken. Und Simeon hat euch gewählt. Abgesehen davon seid ihr offensichtlich entkommen. Es gibt also gar keinen Grund für Rache. Das ist unter eurer Würde, Dorn. Seid nicht so kleinlich. Kleinlich? Ihr habt mich in Luskan zum Sterben zurückgelassen. Das werde ich euch nie vergeben. Kämpft und sterbt, Krill! Und wieder einmal entgeht euch, was wirklich um euch herum geschieht, Dorn. Erhebt euch, meine Kinder! Erhebt euch und labt euch an den Lebenden! Oh. Yay, Untote. Ist das eine Kugel der Furcht? Ich höre zu. Fürs Erste. Worum geht ihr braucht nur... Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Okay, die da oben ist nervig. Ihr habt geläutet. Wo, wie ihr wünscht. Jetzt rette ich die Lage. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich kann euch leiden sehen, Krill. Ich kann sehen, wie sich eure Seele im Abyss windet. Von all jenen, die mich verraten haben, seid ihr diejenige, deren Leid mich am meisten erfreut. Ich nehme an, dass ihr das metaphorisch meint, Dorn, oder könnt ihr wirklich in den Abyss blicken? Nicht im herkömmlichen Sinn, dass ich es mit meinen Augen sehe. Ich kenne andere Wege, dorthin zu blicken. Genug davon. Lasst uns die Leiche plündern. Okay. Und wir sind alle verlangsamt. Oh, Zauberrolle, Brief von Krill. Wie kann ich helfen? Diese Nachricht, lass sie mich lesen. Endlich. Simeon, dieser Bastard. Schnell, wir müssen uns beeilen. Seid ihr nicht besorgt, dass er euch erwartet? Er könnte euch eine Falle stellen. Das spielt keine Rolle. Ich werde jeder Falle entkommen, die sie mir stellen, und jedes Hindernis überwinden, das sie mir in den Weg legen. Ich bin klug genug, nicht den Worten derer Glauben zu schenken, die ich bereits erledigt habe. Aber ich spüre, dass es wahr ist, dass er den Befehl gab. Simeon muss sterben. Er lud Krill ein, sich ihm anzuschließen. Es ist anzunehmen, dass er auf euer Kommen mehr als nur vorbereitet ist. Was ist aus unserer Vorsicht geworden, Dorn? Wir sollten mit Bedacht vorgehen. Simeon treffen wir noch früh genug. Nehmen wir als Erste. Schmeckt euch die Rache nicht mehr? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Herausforderung ablehnen würdet. Bis jetzt wart ihr ein fähiger Anführer. Ich schlage niemals eine Herausforderung aus. Also gut, lasst uns Simeon finden. Wir haben Krill erschlagen und Dorn ist der Erfüllung seiner Rache an jenen, die ihn einst verrieten, wieder einen Schritt näher. Krill hat einen Nachricht vom letzten noch ausstehenden Gruppenmitglied Simeon bei sich. Simeon scheint sie vor den Toren von Baldurs Tor zu erwarten. Krill, bitte lasst euch durch diesen Brief nicht beunruhigen. Ich will euch kein Leid zufügen. Vielmehr bedauere ich es außerordentlich, dass euch mein Verhalten dazu brachte, fortzugehen. Ihr sollt wissen, dass unser alter Freund Dorn aus seiner Zelle in Luskan entkommen ist. Seitdem hat er mehrere Mitglieder der alten Gruppe ausfindig gemacht und mit dem Schwert gerichtet. Zweifellos rutschen unsere Namen dadurch allbald an die Spitze der Todesliste. Glücklicherweise habe ich seit unserer letzten Begegnung einen mächtigen Verbündeten gewonnen. Meine Männer und ich warten in einem Versteck unmittelbar vor Baldurs Tor. Wenn auch ihr der Ansicht seid, dass zahlenmäßige Überlegenheit Sicherheit bietet, schließt euch uns dort an. Zu vieles blieb bei unserer letzten Begegnung ungesagt. Ich würde mich freuen, wenn wir dies nachholen könnten. Bitte beeilt euch. Mir kam zu Ohren, dass Dorn bereits in diesem Moment, da ich diese Zeilen schreibe, die Schwertküste durchstreift. Simeon. So, Notiz kopieren.
Seine Robe trägt sie schon, ja. Und ein Amulett, das nicht identifiziert ist. Also nicht identifizierbar ist, gut. Worum geht es diesmal? Dann werde ich jetzt hier allerdings speichern. Speichern. Let's Play 10 wäre das. Let's Play 010. Speichern. Und da sehen wir uns gleich wieder.